Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update, passend zum Ausbruch aus dieser Range, die wir jetzt seit 113 Tagen etabliert haben. Wir haben es endlich geschafft, diesen Bereich hinter uns zu lassen und sind heute teilweise sogar auf 5100 hochgerannt. Bei BitMEX sieht das hier, der oberste Teil der Kerze war bei 5140. Und ich möchte dieses Video nutzen, um kurz die aktuelle Lage zu durchleuchten, ein paar Levels rauszugeben, auf die ich jetzt momentan schaue. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Ich mache die Facecam dann gleich raus, weil ich immer das Problem habe, dass der Chart sich mit der Facecam überschneidet und dass ich mir dann nicht sicher bin, ob man das denn wirklich sieht, was ich zeige. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt los und beginnen mit dem heutigen Update. Bevor wir zum Bitcoin-Chart gehen, hier nochmal kurz mein Twitter-Account. Twitter bietet mir einfach die Möglichkeit, dass ich sehr schnell mit meiner Community interagieren kann, sehr schnell Chart-Updates posten kann, auf Fragen antworten kann. Also könnt ihr mir gerne auf Twitter eine Frage stellen, einfach antweeten oder irgendwie ein DM schreiben, wenn ich das eingestellt habe oder noch einstellen muss. Ich poste auch hier sehr, sehr viel lehrreichen Content, das heißt konkrete Setups. Risk Management, Setups, FX, alles was ihr wirklich brauchen könnt, um die Märkte besser zu verstehen, die Märkte besser lesen zu können. Das habt ihr alles hier. Ich beschrifte die Charts auch hier sehr schön und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir auch auf Twitter folgen würdet. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Bitcoin-Chart, zum Daily-Chart und wir sehen auch hier schon diesen Breakout. Wir haben ja, wie gesagt, die Range etabliert gehabt in diesem Bereich. Und was mich dann wirklich sehr, sehr stark verwundert hat, als ich heute Morgen aufgewacht bin, dass dieser Bereich hier zu keiner Reaktion der Bären geführt hat, sondern erst dieser Bereich hier oben, konkret auch die Fibonacci-Levels vom großen, großen Downtrend oder großen Abfall, die erste Reaktion getriggert haben. Das heißt, wir sind jetzt hier gefangen zwischen dem 62% Level und zwischen dem 50% Level und werden jetzt höchstwahrscheinlich von hier erstmal eine Retracement sehen, wobei ich mich hier jetzt wirklich nicht festlegen will, da das Level an Parabola, ich weiß gar nicht die Mehrzahl auf Deutsch, wie man das ausspricht, ihr wisst einfach, der Hype-Faktor, der schiere Hype-Faktor einfach dazu führen könnte, dass wir wirklich nochmal einen Push sehen, bevor wir dann uns zum fairen Value, zu dem Fair Value-Bereich sozusagen zurückbewegen. Das heißt, Startpunkt des Videos, wichtigster Preisbereich für ein Retracement, wichtigster Preis für die nächsten Wochen ist der Bereich 4450, 4273. Das heißt, sollten wir hier zurückkommen, bin ich sehr stark interessiert, diesen Bereich zu kaufen. Natürlich keine Finanzempfehlung oder keine finanzielle Beratung, um dann sozusagen wirklich zu bestätigen, dass das ein gewollter Ausbruch war und dass wir dann wirklich Richtung 5900 hochtrenden können, was auch mein Ziel wäre für das Q2 2019. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, dass wir heute noch sehr stark abverkaufen. Das heißt, diese Kerze mit einem extrem langen Wick schließen und dann die nächsten ein, zwei Wochen hier drunter gehen. Das heißt, den Fake-Ausbruch bestätigen. Dann wäre ich wirklich sehr, sehr pessimistisch angestellt. Bis jetzt bin ich optimistisch. Ich gehe davon aus, dass bei einem Retest diese Zone halten kann und halten wird und wir dann eben den nächsten Run sehen auf 5900. Was ich hier ziemlich interessant gefunden habe oder was ich extrem interessant finde, ist der Inverse Chart. Den Inverse Chart könnt ihr auf TradingView öffnen, wenn ihr die Tastenkombination Alt plus I drückt. Und ich habe genau diesen Chart eigentlich vor ein, zwei Wochen auf Twitter gepostet für meine Long-Term-Aussicht auf den Bitcoin und meine Long-Term 2019 Prognose von 6000 oder 6000 Ausblick. Ich habe diesen Chart hier ungefähr so, natürlich jetzt nicht 1 zu 1, könnt ihr gerne nachscrollen, auf Twitter gepostet und habe gesagt, würdet ihr dieses Asset kaufen oder würdet ihr diesen Chart kaufen? Ich habe das ironischerweise auch zwei, drei Kollegen geschickt, die nur Foreign Exchange Train, also nur FX Train und die absolute Krypto-Gegner sind, weil sie einfach sagen, dass man Bitcoin nicht trainen kann. Und ironischerweise habe ich einen starken Krypto-Gegner, der eigentlich immer bearish ist, was den Bitcoin betrifft, diesen Chart so geschickt. Ich habe den Chart so geschickt und eben dieses Ticker-Symbol oben abgegrenzt. Das heißt, ich habe ihn so gefragt, ey, wie schaut's aus, würdest du diesen Chart kaufen? Würdest du hier long gehen? Und dann meint er, nie im Leben, dieser Chart wird kollabieren.
Hier wird es wirklich einen großen Abfall geben. Ich versuche es jetzt irgendwie zu übersetzen, weil es war auf Englisch, das heißt, es klingt jetzt ein wenig geschauspielert. Aber auf alle Fälle meinte er, er würde diesen Chart sehr hart shorten. Das heißt, wir hatten dann diesen Bereich, in das passiert ist, und dann habe ich gesagt, hey, du bist momentan ziemlich bullish, was den Bitcoin betrifft, und dann ist dem Folgendes passiert, nur so als kleine Anekdote. Das heißt, dieser Inverse-Chart ist wirklich oft sehr interessant, um seinen eigenen Outlook zu testen, seine eigene Bias zu testen und wirklich zu sehen, ey, stimmt mein Outlook wirklich? Bin ich wirklich hier richtig, dass ich sage, ich will jetzt hier short gehen zum Beispiel? Oder würde ich, wenn ich den Chart umdrehe, hier auch noch short gehen? Das heißt, hier umgekehrt, long nach unten, short nach oben. Und hier ist dann irgendwie klassisches Price Behavior folgt. Den meisten wird vielleicht noch bekannt sein. So eine ziemlich umgekehrte Version von dieser Range ist hier unten erfolgt. Nur mal so als kleiner Tipp vielleicht für Leute, die das nicht wussten. Ja, genug rumgequatscht. Wie sieht es auf den Intraday-Timeframes aus? Natürlich jetzt hier ist schwierig, was zu analysieren, da wir jetzt wirklich diesen extrem dünnen Move hatten. Schwierig hier wirklich long zu gehen, war da wir jetzt eben dieses Rebalancing hatten. Ne? Hier ein kleiner Exkurs zum Thema Order Flow. Wir hatten uns erstmal hier etabliert, dieses High. Sind wir gerade unter diesem High wieder. Sorry, ich habe mir gerade was überlegt, ob ich hier eine Position eröffnen soll, aber whatever. Wir hatten hier diesen dünnen Move nach oben. Das heißt, wir haben hier nur Käufe, nur Liquidationen. Könnt ihr euch so vorstellen, wie ein Riesenfeuer, wo die ganze Zeit was reingeschmissen wird. Immer weiter Benzin reingießen, immer weiter Benzin reingießen, Holz reinschmeißen. Das ist hier passiert. Also dieser Move ist aus so einer Anekdote oder aus so einer Metapher, besser gesagt, resultiert. Wir haben dann diesen letzten Schwung gesehen, wo wir das erste Mal noch eine Nachfragezone etabliert haben. Das heißt, hier ist konkret wieder Interesse der Bullen zu kaufen. Das sieht man auch hier. Nachfrage. Hier ist die nächste Nachfrage-Level. Und hier war dann dieser Shift im Orderflow. Das heißt, wir hatten hier Käufer, 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 Käufer. Und irgendwann waren die Käufe so erschöpft, das heißt, die Liquidationen waren erschöpft, die Käufe waren erschöpft, dass einfach dieser Wick das Resultat war. Das heißt, wir haben hier den Shift im Orderflow. Das Angebot überragt die Nachfrage. Und dann passiert das logische Verhalten daraus. Das heißt, das Rebalancing. Wir gehen wieder zurück zu Fair Value, was konkret hier resultiert ist. Nur mal so ein kleiner Exkurs zu Orderflow, aber das wäre das Thema für ein neues Video. Zwei Sachen, die ich jetzt hier beobachten werde. Beim letzten Ausbruch haben wir Ähnliches gesehen. Wir haben zwar hier diesen Stop Run zuerst gesehen, aber wir haben einfach hier ohne ein großes Retracement weiter getrendet. Das heißt, hier hatten wir diesen Shift im Order Flow, hier dieses letzte Demand Level. Wir kommen hier zurück. 1, 2, 3, 4. Und nach knapp 14 Stunden haben wir dann den nächsten Ausbruch. Das heißt, das wäre wirklich ein mögliches Szenario, was wir hier sehen könnten, dass wir, ich sehe mal, wie unfassbar lang dieser Move ist, dass wir in diesem Demand-Bereich einfach weiter trenden und vielleicht morgen früh schon den nächsten Anlauf haben, 5140. Generell bin ich natürlich nicht an Longs interessiert nach einem 15-prozentigen Preisanstieg. Mein Long-Bereich wäre 4400 bis 4200 für langfristige Positionen. Aber ich würde jetzt auch hier mitten in dieser Range auch noch keinen Short eröffnen. Einfach aus dem Grund, der Hype-Faktor. Was ich sehen will für einen Short, wäre, dass wir nochmal auf dieses Hochrennen, dass wir dann hier drunter closen und dass wir dann mit einem Fib-Retracement einen Einstieg finden und ein klar definiertes Risiko, um eben diese Shorts dann zu nehmen. Das heißt, es wäre dann konkret irgendwo hier. Wo ist denn die Short-Position? Und dann könnte man wirklich sagen, okay, ist jetzt nur ein hypothetisches Beispiel. 2,78-prozentiges Risiko, Run auf diese Lows 10%, 3,6 Risk to Reward, 13%, 4,7 Risk to Reward. Auf das achte ich jetzt im Short-Bereich, im Long-Bereich, wie gesagt, schwierig für mich, da es einfach komplett gegen mein System, gegen meine Regeln verstoßen würde, nach so einer Kerze zu kaufen, sprich nach so einer Kerze hier zu kaufen. Also das macht für mich keinen Sinn. Und dementsprechend bin ich momentan nicht wirklich an Longs interessiert, wobei ich mir natürlich sehr gut vorstellen könnte, dass wir noch einen weiteren Run sehen, einfach aus diesem parabolischen Faktor. Generelles Sentiment
Man darf jetzt natürlich noch nicht zu sehr in Euphorie verfallen, darf nicht zu sehr optimistisch sein. Also das sollte jedem von euch klar sein, vor allem nach dem letzten Jahr. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, oder wie das Sprichwort geht. Wir haben noch nicht so viel erreicht. Also wenn ihr euch jetzt hier die Fibonaccis anzieht, wir sind jetzt gerade erst in diesem Bereich, in diesem 50-prozentigen Retracement. Das heißt, wir halten sogar noch hier einen starken Punkt, der stark als Resistance dienen wird. Das ist dieser 5600er Bereich. Bis jetzt ist das hier nichts weiter als ein Retracement von diesem Swing. Das heißt, sollten wir es hier nicht schaffen, was ich stark hoffen werde, diesen Breakout zu bestätigen und dann eben auf 5900 rennen, was bis jetzt mein Ziel wäre für Q2, dann könnte es wirklich sehr, sehr schnell nochmal sehr, sehr blutig werden und in den Bereich 2,8 bis 2,000 gehen. Das heißt, nur weil wir jetzt eine 14%-Kerze gesehen haben und nur weil wir jetzt erstens mal wieder die ganzen Short-Seller aus dem Markt gekickt haben, haben wir noch keinen Bullmarkt. Wir haben bei weitem keinen Bullmarkt. Wir haben jetzt nur ein Retracement des Downtrends. Okay? Und wenn wir, also die Chancen, dass wir weiter bullish bleiben für Q2, erhöht sich erst, wenn wir diesen Retest schaffen und nicht wieder unter 4130 brechen. Das heißt, sollten wir wieder unter 4130 brechen, ist es sehr, sehr bearish. Sollten wir darüber bleiben im Q2, könnten wir uns ein Target auf 5900 vorstellen, was dann der ultimative Test wäre für das Ende des Bärenmarktes. Ich denke, ich habe in diesem Video sehr, sehr viele Informationen verpackt, in sehr kurzer Zeit. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, euer Chris.